Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um ein nicht ganz so schönes Thema, denn dieses Jahr sind wir von der absoluten Pechsträhne verfolgt, was unsere Pferde angeht, gesundheitstechnisch, und deswegen möchte ich euch einmal hier auf YouTube ein Update geben, was genau gerade los ist und wie es die nächsten Wochen weitergeht, und wünsche euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, dass wir hier nicht zu viel Geräusche haben. Hier ist nämlich die ganze Zeit ein Uhu am Brüllen und die Pferde sind manchmal ein bisschen laut, aber ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze hier aus dem Stall. Ich habe nämlich auch gerade die Pferde rausgebracht und beziehungsweise alle außer Kapi, die ist wieder in der Box. Ich fange einfach auch direkt mit Kapi an, unser neues Pferd. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, ich habe hier irgendwo oder in der Infobox das Video dazu verlinkt. Ja, wir haben uns ein viertes Pferd geholt und ich habe es ja gesagt, wir sind dieses Jahr vom Pech verfolgt. Sie ist nach wenigen Tagen auf der Weide in der Litze gelandet. Wir haben die Vermutung, dass wir haben eine riesengroße Weide, die ist so groß wie anderthalb Fußballfelder und ist von Bäumen so umzäunt. Und deswegen haben wir da jetzt nicht so einen massiven hohen Zaun, weil die Pferde eigentlich eh nur sich auf der großen Weide befinden. Wir vermuten aber, dass ein Reh oder so die Litze ein bisschen mitgenommen hat auf die Weide, und weil das Gras so hoch war, mittlerweile ist jetzt die Weide auch gemäht, damit wir das besser sehen können, hat die Litze ein bisschen mitgenommen und Kapi ist da reingetreten. Ich blende gleich auch mal ein paar Fotos ein, also für alle, die kein Blut sehen können. Ich habe hier irgendwo noch einen Timecode reingemacht, dann wisst ihr, wann die Fotos wieder vorbei sind. Es ist auf jeden Fall so, dass uns das Ganze jetzt ein paar Wochen zurückwerfen wird. Wir haben zwar Glück im Unglück, sie hat keine Sehnenverletzung und es ist alles, wird sich regenerieren. Dennoch wirft es uns ein paar Wochen zurück, und Wundheilung ist ja auch immer so ein Thema. Ich habe dann noch das Pech gehabt, dass der Verband einmal runtergerutscht war und dann nachts auf dem Wundrand saß. Ich hoffe, dass es alles sich noch einpendeln wird und gut verheilen wird. Ich kann euch jetzt auch noch mal ein Foto von gestern einblenden. Das sieht schon eigentlich wesentlich besser aus. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich könnte sie noch mal mit Kalzorn wenigstens eine Stunde rausstellen. Doch sie war sehr, sehr unruhig. Deswegen musste ich eben sie wieder schnell reinholen. Es ist halt ein junges Pferd und man merkt ihr langsam an, dass sie nicht bewegt wird. Und ich hoffe, dass es bald einfach, dass es schnell verheilt, dass wir da in der Woche zumindest wieder mit leichter Arbeit anfangen können, weil sie echt ungnädig wird, was ja auch verständlich ist. Auf jeden Fall ist das halt noch so ein bisschen offen. Es wird keine Sache sein, die sich über Monate zieht, aber je nachdem, wie die Wunde verheilt, kann es halt eben Wochen dauern. Und deswegen bin ich jetzt auch überlegen, mir fällt es unfassbar schwer, sie komplett in der Box zu lassen. Aber ich glaube, meine Vermutung ist, ich bespreche das morgen beim nächsten Tierarzttermin, dass wir sie tatsächlich doch ganz stehen lassen und vielleicht nur mal für 5 Minuten aus der Box holen und ein bisschen Schritt laufen, damit das einfach ganz, ganz schnell zuwächst. Zumindest so die erste Woche, dass man das einfach jetzt doch durchzieht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das mit ein bisschen Weide zusammen irgendwie hinbekomme, aber sie wird jetzt einfach durch die fehlende Arbeit zu unruhig und fängt an zu laufen, und dann reißt natürlich so eine Wunde auch immer wieder auf. Das ist der Stand bei Kapi. Dann fallen ja auch Carlson und Holly noch aus. Bei Carlson ist das jetzt ja schon einige Wochen, die wir Schritt laufen. Wie im vergangenen Jahr hat er leider wieder rechts durch die Sehne überlastet. Wir werden da auch noch mal ein bisschen an die Ursachenforschung gehen. Er ist ja im Rücken auch sehr schwach. Ich werde seinen Rücken noch mal röntgen lassen und da noch mal ihn untersuchen lassen. Das Ding ist halt, dass dadurch, dass er im Rücken ein bisschen schwach ist, das dann bei anstrengender Arbeit nicht so gut halten kann, fängt er an, auf die Vorderhand zu fallen. Und da er links so ein bisschen in der Schulter höher gezogen ist als rechts, er hat wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte linke Schulter, so ein linkes Schulterblatt, hat er die Tendenz, dass er so ein bisschen nach rechts kippt. Und dann ist es natürlich so, dass er aufs rechte Vorderbein kippt und das natürlich dann am meisten Last aufnehmen muss. Und da werde ich jetzt nochmal gucken und eben gegebenenfalls noch was beim Rücken machen, wenn da irgendwas auftaucht. Ich hoffe natürlich nicht. Ich bin gerade eisern dabei, ihn viel Schritt zu reiten. Sobald ich aber merke, er fängt an, den Rücken wegzudrücken, höre ich damit wieder auf und führe ihn den Rest. Also ich gehe gerne ausreiten, lange geradeaus im Schritt. Da ist er auch schön fleißig und wach, und wenn ich merke, er fängt an, den Rücken wegzudrücken, das merkt man richtig bei ihm, dann steige ich ab und führe ihn und hoffe, dass ich so halt ganz schonend seine Rückenmuskulatur wieder stärken kann, dass wenn wir anfangen können zu traben und so, er einfach schon von der ganzen Rückenmuskulatur ein wenig gefestigt ist. Er steht übrigens ganz brav jetzt alleine auf der Weide hinter mir. Ich
hätte nicht gedacht, dass es klappt. Vor allen Dingen, weil ich ja Kapi dann von der Weide weggeholt habe. Aber ja, im Moment werden die eh noch nicht so warm. Die ersten Tage ging es ganz gut. Jetzt, wo sie aber verletzt ist und einfach super unzufrieden ist und zudem auch noch rossig geworden ist, kommen die nicht so ganz aufeinander. Karlsson zieht sich dann auch lieber raus. Ich denke, wenn sie wieder richtig fit ist, wird es auch besser. Also sie verstehen sich, aber sie sind noch ein wenig auf Abstand. Und dann kommen wir zu Holly. Ja, Holly hatte sich mit Sammy auf der Weide. Eigentlich verstehen die sich sehr gut, aber Holly kann halt echt ein Biest sein. Und dann hat sie die irgendwie so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und dann wusste Sammy sich halt nicht anders zu wehren und hat halt einmal ausgetreten und sie einmal so vors Karpalgelenk getreten. Mit einem kleinen Streifschlag auf die Sehne, denn die hat leider jetzt auch eine leichte Reizung abbekommen. Ich denke mir nur so, es kann halt auch nicht wahr sein. Also ich bin echt richtig, richtig bedient und... Es fällt mir schwer, damit umzugehen, dass es alles gerade echt ziemlich Banane läuft. Ich meine, das sind alle Sachen, die regenerieren sich. Dennoch, von 3 Sportpferden, 3, die ausfallen, ist schon eine harte Nummer. Und es fühlt sich einfach sehr frustrierend an, weil man sich so denkt, man tut alles für die Pferde. Man, keine Ahnung, opfert seine ganze Zeit, fährt 5-mal am Tag in den Stall, macht hier und da. Und dann hat man dennoch so viel Pech. Aber ich... bleibe optimistisch. Uns erwartet sicherlich eine ganz, ganz tolle Saison 2022. Und so lange werde ich die Pferde jetzt einfach ganz, ganz eisern fit machen. Und wir machen gerade volles Programm über die BEMA-Decke bis hin zu den Eisvibes, gezielte Schritteinheiten. Und ja, wenn bei Holly und Karlsson auch die Nachuntersuchung durch ist, werde ich euch sonst auf Instagram nochmal updaten, wie jetzt der Stand ist, was vielleicht bei Karlsson auch bei der Rückenuntersuchung rauskam. Ich hoffe halt einfach, dass ich irgendwann einen Abriss dieser Pechsträhne haben werde und dass dann alles besser wird und wir einfach 3 tolle Pferde trainieren können, weil ich kann es gar nicht mehr abwarten, endlich wieder drauf zu sitzen und zu reiten. Und auch wenn ich meine Pferde sehr, sehr gerne betüdel, es reicht langsam, es reicht wirklich. Und damit habt ihr jetzt einmal so ein Update, wisst einmal, wie der Stand der Dinge ist. Ja, Sammy ist übrigens fit, der geht sehr, sehr gut. Das Einzige, was ja bei ihr immer so ein bisschen ist, ist dann, wenn Wetterwechsel ist, dass sie Kotwasser bekommt. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch ihre dicken Beine hinten in den Griff bekommen. Ich verwende seit einigen Wochen Kompressionsbandagen, die sehr, sehr gut funktionieren. Benutze ich übrigens jetzt bei Karlsson und Holly auch für die Sehnengeschichte. Dazu werde ich aber auch demnächst auf Instagram noch mal mehr erzählen. Und ja, das war einmal so das Update. Ich bin immer noch wirklich ein bisschen traurig, muss mich da aber natürlich jetzt einfach tapfer durchschlagen. Und dann sind wir jetzt am Ende von diesem Video. Und ich halte euch auf dem Laufenden und wir sehen uns hoffentlich dann ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.